das ist jetzt schon ziemlich haarig bei den Fließbändern gegen anzukommen. Und man wird auch mal so seitlich ein bisschen weggedrängt. Also schwer zu steuern. Ich will nicht wissen, wie das nachher ist mit den hellblauen Fließbändern. Also bestimmt völlig abgefahren. So, du bist die Exportkiste. Du schnappst dir bitte hellblaue Tränke. Oh nein. Wir hatten da ja einen anderen Plan. Hellblaue Tränke müssen... hellblaue Tränke müssen... Wo kamen die hellblauen Tränke an? Die kommen an auf dem äußeren Fließband hier. Die müssen irgendwie da hinkommen. Am besten so, dass es nicht ganz so krank aussieht. Passt nicht darunter durch. Das ist sehr schade. Und ich glaube auch nicht, dass die hellblauen eine längere Reichweite haben. Also die unterirdischen Bells, wenn sie gelb sind oder rot, haben die gleiche Reichweite, wenn ich es richtig gesehen habe. Also müssen wir uns wieder hier außen rum mogeln. Ja, okay. Das kriege ich hin. Hatte ich das nicht schon mal irgendwo vorbereitet? Das ist Draht. Nö, anscheinend nicht. Okay. Also hier kommt... Das können auch ruhig die langsamen Fließbänder sein. Da hole ich mal ein paar von ab. Hier, praktischerweise. 116 Stück, das müsste reichen. Also, haben wir normale unterirdische Fließbänder? Nö, machen wir mal welche. Hier geht's los. Da geht's hin. Das ist die falsche Richtung, Junge. Ja, schon besser. So, und du machst jetzt hier einen Knick. Das heißt, du befüllst das äußere Fließband, wo die hellblauen und die lilanen raufkommen. Das heißt, später müssen wir irgendein System haben, dass die lilanen auf das innere, äußere Fließband kommen. Oder innere rechte Fließband, je nachdem. Ne? Ich habe mich da immer noch nicht geeinigt, wie ich das richtig bezeichnen will. So, das heißt, wir verfolgen das ganze Ding jetzt einfach bis ganz nach oben. So. Runter. Raus. Hoch. Ja, hier, ne? Oh, warte. Problem, hier müssen zwei Lampen hin. Vier Lampen hin. Und ich brauche gerade keine Burner Mining Drills in meiner Hotkey-Leiste. Dankeschön. So muss das aussehen. Da kommen sie raus. Und es ist alles falsch rum. Das war vorher doch richtig. Was denn? Was? Habe ich da jetzt irgendwo vertan? Ja, habe ich. Hier sind die falsch rum. Okay. Kein Problem. So. Ich muss nur oben anfangen und dann nach unten ziehen. Richtig. Wenn ich diese Sprünge mache. So. Du. Runter. Dann ist das jetzt richtig doof. Also ich muss von diesem Fließband das Produkt am Ende rausnehmen. Wollen wir hier einen Knick machen? Ja, komm, machen wir hier einen Knick. Das ist mir hier zu wuselig. Wir machen hier einen Knick. So. Die da brauchen wir gar nicht. So. Dann kommt hier unter. Ich glaube, mir gehen langsam die unterirdischen Dinger aus. Danach da. Da bitte einmal ran. Dann von hier nach da. Und dann hier außenrum. Lalalalalalalala. So. Und hier stibitzt sich der Smart Inserter. Oh. Okay. Hier stibitzt sich der Smart Inserter. Die blauen Tränke. Gut. Und hier müssen wir jetzt noch einen Knick machen. Dass auf das Fließband das liegt. So. Theoretisch müsste das jetzt klappen. Also, abgesehen davon, dass das Ding noch keine Ärmchen hat, aber das sind Details. Glaube ich. Also, nimm dir vom inneren Band schnell. Nimm dir vom äußeren Band
Ugh. Ich habe das Ganze falsch aufgebaut. Ich habe nämlich nicht bedacht, dass das vier Produkte hier sind. Ja, okay. Wir haben das Band da nämlich vergessen. Das ist nicht gut. Das heißt, du musst da weg, du musst da weg. Das dritte Band kommt denn hier an, kommt darum, kommt darum. Wir brauchen mehr rote. So. Dann kommt hier doch der Smart Inserter hin. So. Wo sind die Förderbänder? Da sind die Förderbänder. Nicht auf das da. So müsste das schon reichen. Gut. Und jetzt müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass die Dinger hier ihre Sachen rausschmeißen können. Das heißt, wir müssen eine Bucht machen. Also unterirdische Fließbänder. Nehmen wir mal von hier bis da. Dann können sie hier eine Einbuchtung machen. So, 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 so und weiter. Und dann haben sie hier Exerter. Ich brauche einen Namen für Inserter, die nach außen gehen. Exerter ist, glaube ich, richtig vom Sprachgeblubber her. Aber es hört sich komisch an. Ich nenne sie einfach Exporter. Importer und Exporter. Klingt viel besser. So, die schmeißen das dahin. Wie machen wir das hier? Hier können wir kein Ding jetzt machen, weil hier sind die Kisten. Das heißt, das muss nach da exportieren. Ja. Nach da. Und du nach da. Und der muss da eine Einbuchtung hin. Und zwar eine kleine. Ah ne, muss zwei Felder groß sein, sonst können wir keinen Knick machen. Probieren wir hier auch. Und ich muss wieder dran denken, von oben nach unten wegen der... Jetzt von unten nach oben, wegen der Richtung. So. Das hätte ich mir sparen können. Und wenn man sich sparen kann, dann machen wir es auch so. Hier muss der Knick hin. Du schnappst dir das, tust es dahin. Jetzt machst du hier den Knick. Licht geht an, Licht geht wieder aus. Wie viele Tage bin ich jetzt hier schon dran? So, du legst es auf das äußere Fließband. Du legst es hier oben auf ein äußeres Fließband. Nee. Ihr legt es da auf das äußere Fließband. Das äußerste Fließband. Und du legst es da. Da müssen wir den Knick auch noch machen. Kommst da, kommst da. Kommst da. Und hier rum. Und endest dann da. Das sieht okay aus. Sieht abgefahren aus. Sehr abgefahren. Aber es ist gleichmäßig, oder? Ein Ding der Schönheit. Problem ist nur, die Lampen. Wegen 1, 2 Lampe. Aber, na gut. Werde ich mal drüber hinwegsehen. Wir brauchen halt viele Blautränke. Wir können später noch gucken, ob wir es irgendwie anders umbauen. Aber jetzt fürs Erste ist das vollkommen okay. Du, weg. So, so. Mehr davon. Jetzt brauchen wir noch die Ärmchen, die reinholen. Vom äußeren Fließproblem. Oder? Oh, ich weiß nicht, ob er das da rausholt. Das müssen wir gleich testen. Weil der muss es auch da rausholen. Also es kommt unterirdisch hier rein, kommt da raus. Aber ich weiß nicht, ob der Arm das noch rausgreifen kann. Mal gucken. Du schnappst von da, du schnappst von da. Jetzt brauchen wir noch die inneren. Du schnappst von da, du schnappst von da. Du schnappst von da, du schnappst von da. Gut. Also jeweils einen kurzen Importer, einen langen Importer und einen langen Exporter. Das ist der Plan. Okay. Jetzt. Oh, warte mal, ich kann die hier. Ich ersetze mal ganz kurz die Ärmchen hier zu grün
und programmiere sie so, dass sie nur eine Sache da rausholen, damit der Zukunftsgierige noch weiß, was er in welche Kisten zu schmeißen hat, beziehungsweise wie er die Kisten zu programmieren hat, damit die Roboter das Reinschmeißen übernehmen. Also wir brauchen Smart Inserter. Du nimmst bitte nur deine Kollegen daraus. Dann brauchen wir Stahl. Du nimmst bitte nur... Was? Du nimmst bitte nur... Stahl daraus. Dann Chips und Batterien. Du nimmst bitte nur rote Chips. Und du nimmst bitte nur Batterien. So, wenn ich jetzt kurz hingucke, welcher Arm aus welcher Kiste nimmt, dann passt das. Also, du nimmst grüne Ärmchen. Du nimmst Stahl, du nimmst rote Chips, du nimmst Batterien. Gucken wir mal, wie sich das aufgeht. Die Ärmchen sind weg. Das ist richtig. Davon produziere ich mal ein paar mehr von Hand. Fabriken arbeiten. Ich will sehen, wie hier unten... Achso, das Ding habe ich noch gar nicht eingestellt. Ja, das ist doch gut. Dann stauen sich die blauen Tränke jetzt erstmal hier. Wenn denn überhaupt irgendwelche hergestellt werden und abgeladen. Grüne, ah, das ist der erste Trank. Oh, okay, und wir sollten das Fließband noch zu Ende bauen. Das ist dezent praktisch. So. Jo, okay. Und wir haben einen Angriff da unten, aber die Türme machen das anscheinend in Ruhe. Oh, oder auch nicht. Irgendwas wurde gerade zerstört. Six turrets engage with the enemy. One object is being damaged. Ach, nur damaged. Wo? Ah, hier unten, ne? Ja. Ein Turm wurde leicht angekratzt. Ja gut, ich habe hier auch... Und die Roboter kommen. Ach, ist das schön. Alles schon repariert. Brave New World. So. Bauen wir kaum. Bäume haben in der Zukunft nichts zu suchen. Die gehören in Museen in der Zukunft. So. Zack. Ein Laserturm kann dahin. Ja, bitteschön. Ist jetzt nicht so wirklich sicher hier alles. Aber es reicht für die Beiter, die wir bisher haben. Du, darum, 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 darum. Ich will die Mauern kurz verbraten, dass sie nicht im Inventar rumliegen. Da liegt nämlich schon viel zu viel Zeug rum. So, du, du, du. Oh, ich habe ganz schön viele davon im Inventar. Weg, weg. Wie viele Mauern habe ich im Inventar? Achso, ich habe die eine Steinfabrik vor kurzem geplündert, ne? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber die Türme freuen sich. Die Stromkabel freuen sich und so Zeug. Weil hier scheint ja auch mit jetzt die größte Bedrohung zu sein, ne? Also von dieser Basis. Und sie scheint nach unten zu laufen. Ich denke, wenn sie einfach hochlaufen würde, wäre es da wesentlich einfacher für die. Aber das wissen die wohl Gott sei Dank nicht. Weil hier oben sind noch die alten Gun-Turrets. Und nur so ein ganz paar Laserdinger. Ja, da oben kann nichts mehr. Du, dahin. Ja, wenn sie hier reinlaufen würden, hätten sie ein Gun-Turret alle paar Kilometer. Und hier hätten sie gar nichts mehr. Aber das wissen sie Gott sei Dank nicht. Noch nicht. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir gucken mal, ob hier alles okay ist soweit. Wir nehmen dann noch Batterien mit. Wir brauchen Stahl, also gehen wir jetzt gleich mal Eisen holen. Du, Eisen bitte. Ein Inventar voll Eisen bitte. Boah, und wo ich das hier sehe, ne? Mehr Power. Ups. Das ist das Problem bei Geschwindigkeit, ne? Kontrolle. Ich glaube, da wird mir jeder Motorradfahrer zustimmen. Genau, es wird schneller hingebracht, es wird schneller verarbeitet. Warum ist da schon wieder ein Stein drin? Ich werde von irgendjemandem getrollt. Es gibt zwar noch keinen Multiplayer, aber ich habe definitiv irgendjemanden in meiner Basis. Kann ich das irgendwie hinschmeißen? Ah, Kuh. Kuh ist ins Inventar packen, okay. Es gibt irgendjemanden, der trotz fehlendem Multiplayer auf meine Karte kommt und Steine ins Getriebe schmeißt. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Was fehlt hier? Plastik. Und es sind nicht sehr viele blaue Tränke bisher, aber es liegt an den Ärmchen. Ich
schmeißen wir mal hier die Ärmchen hin, die ich von Hand produziert habe. 15 Stück. Nicht so viel, aber es ist ein Anfang. Stahl kommt mit. Du packst ebenfalls Eisen da drauf. Ein bisschen was will ich im Inventar behalten. Ach, warte mal. Stahlkiste. Komm, gib ihm. Alles rein. Dann gehe ich ganz kurz zu den Kisten, wo wir Sachen einlagern, mache mein Inventar ein bisschen leerer und dann verteilen wir wieder Rohstoffe. Hier war das. Holz. Zack. Und Stein. Zack. Und ein Iron Stick. Warum habe ich jetzt dreimal ein Iron Stick im Inventar? Das ist sehr verstörend. Burner Inserter brauche ich auch nicht mehr. Small Electric Poles sind auch sehr oldschool. Und ich hätte gern, dass hieraus eine Eisenchest gemacht wird, damit ich mehr Zeug aussortieren kann. So, Steam Engines, Burner Mining Drills brauche ich auch nicht mehr. Den Rest kann man irgendwann nochmal für irgendwas gebrauchen. Stromversorgung sieht gut aus. Wasser ist bei 8,3, das ist auch okay. Stromversorgung ist bei 60%, alles gut. So, einmal Inventar voll Eisenplatten bitte. Das schaut gut aus. So, wofür genau wollte ich die Eisenplatten? Achso, Stahl. Mehr Eisen. 3 Reihen Eisen. Gut. Alles Eisen. Und 2 für mich. Und Stahl für mich. Und Plastik für mich. Ja, gut. Auf zu dem blauen Trinken. Hat keine grünen Ärmchen. Bitteschön, 25 Stück. Und du wirst jetzt so eingestellt, wenn mich das Spiel lässt. Kein Kupfer. Du sollst Blautränke nehmen. Und du bringst die jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier rum, hier lang, hier rum, hier rein, hier hin. Und wirst von denen Ärmchen genommen. Die Ärmchen haben wir schon vorbereitet. Sehr gut. Okay. Was haben wir noch für Baustellen? Wir wollten blaue Tränke machen. Wir wollten regelmäßig rote Engines produzieren. Dafür hole ich mal von unten die normalen Engines, wovon keine mehr da sind. Und es fehlt was? Pipes fehlen, also Eisenplatten. Hier Eisenplatten, da 600 Pipes.